Es ist bald wieder soweit. Weihnachten steht vor der Tür. Plätzchen werden gebacken, Fenster glanzvoll geschmückt und Räucherkerzen angezündet. Deswegen möchten wir euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von einem kleinen Jungen. Er bereitete seinen Eltern große Sorgen, war sehr laut, konnte nicht still sitzen und spielte all seinen Mitmenschen gemeine Streiche. Nur beim Vereinstraining konnte er richtig glänzen. Er hatte Spaß, war konzentriert und hilfsbereit. Doch leider fand das Training nur zweimal wöchentlich statt. Und so nahmen seine Probleme immer mehr zu. Bevor der Junge zu einem Raufbold und Fiesling werden würde, suchten seine Eltern nach einer Lösung und fanden sie im Sportgymnasium Erfurt. Hier ist der Tag durchgetaktet. Es gibt viele Trainingsmöglichkeiten in gut ausgestatteten Sportstätten und ambitioniertes Personal. Nicht nur Leichtathleten tummeln sich in der Schule. Es gibt auch Fußballer, Golfer, Tischtennisspieler, Handballer, Volleyballer, Radsportler, Schwimmer, Eishockeyspieler, Eisschnellläufer und Eiskunstläufer. Diese bunte Mischung wird von der Schulleitung koordiniert. Sie sind wahre Tüftler beim Erstellen der Stundenpläne. Insbesondere das Puzzeln des neuen Corona-konformen Plans stellte sie vor eine knifflige Aufgabe, die sie bravourös meisterten. Um einen solchen anstrengenden und langen Schultag zu überstehen, ist eine ausgewogene Ernährung wichtig. Dafür sorgt die schulinterne Küche, die mit leckeren und modernen Speisen alle Schüler und Lehrer versorgt. Aber auch die Lehrer haben hier mehr als nur einen Lehrauftrag. Sie gehen auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler und besuchen am Wochenende den ein oder anderen Wettkampf, um die Sportler anzufeuern und an ihrem Lebensmittelpunkt teilzuhaben. Allgemeinwissen vermitteln sie im Unterricht spannend und abwechslungsreich. Die Schüler müssen in der Schule also genau glänzen wie im Sport. Thank you very much. Wow. Was dieser Erzählung noch fehlt, ist eine gute Fee. Die Schule hat gleich zwei davon. Sie sind die Schnittstelle zwischen der Schulleitung und den Schülern. Und auch die Lehrer werden tatkräftig in allen Belangen von ihnen unterstützt. Die Sekretärinnen, sie sind die gute Seele des Hauses. Aber zurück zu unserem Jungen. Nachdem er nun bereits ein ganzes Jahr an der Schule ist, ist er glücklich, in sich ruhend und leistungsstark. Er ist der ganze Stolz seiner Eltern und kann endlich in vollem Umfang seiner Leidenschaft der Leichtathletik nachgehen. Das ist ein wahres Weihnachtswunder.